Jedes Jahr feiern Moslems das Opferfest, das auf Arabisch Eid ul-Adha genannt wird. Dieses höchste islamische Fest findet zum Höhepunkt der Wallfahrt nach Mekka statt, der Hadsch. Es beginnt jährlich am 10. des islamischen Monats Dhul-Hijja und dauert 4 Tage. Aufgrund des islamischen Mondkalenders verschiebt sich das Opferfest im Sonnenkalender rückwärts um meist 11 Tage pro Jahr. Im Jahr 2020 begann es am 31. Juli und endete am 3. August. Die sogenannten Feierlichkeiten starten bereits am Vorabend des ersten Tages. Hintergrund dieses Opferfestes ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die in der Genesis erzählt wird. Darin testet der Gott Jehova die Treue von Abraham, indem er ihm befiehlt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Als Jehova merkt, dass Abraham wirklich bereit ist zu gehorchen, lässt er die Tötungsausführung durch einen Engel unterbinden. Er zeigt Abraham einen Widder im Dickicht, den er anstelle seines Sohnes töten und opfern soll. Diese biblische Geschichte hat Mohammed in seinen Koran übernommen, allerdings, wie so oft, leicht verändert. Abraham wird dort zu Ibrahim und sein Sohn Isaak zu Ismael. Anders als in der Bibel, wo der Sohn zunächst nicht ahnt, dass er von seinem Vater geopfert werden soll, kündigt ihm dies der Vater im Koran an. Normalerweise würde so etwas fürchterliche Todesängste bei einem kleinen Kind auslösen. Nicht aber in der koranischen Erzählung bei dem kleinen Ismael in Sure 37 beschrieben. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er: »O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst.« Er sagte: »O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden.« Im Koran ist der Sohn also bereit, sich von seinem Vater schlachten zu lassen, wenn Allah das so will. Damit wird das Grundprinzip des Islams unterstrichen: die totale Unterwerfung unter den Willen Allahs. Islam heißt schließlich auch Unterwerfung. Allah reicht die Bereitschaft Ibrahims, seinen Sohn zu töten, ebenfalls aus und er bietet ein Tier als Ersatz an. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Diese Geschichte nehmen Moslems nun jedes Jahr zum Anlass, massenhaft Tiere zu schächten. Gemäß islamischer Vorschrift, denn Blut ist Moslems in mehreren Koranversen verboten, genauso wie Schweinefleisch. Da man im Islam im Allgemeinen der Meinung ist, ein Tier könne nur im wachen Zustand richtig ausbluten, was falsch ist, werden den bedauernswerten Tieren bei vollem Bewusstsein die Kehlen durchgeschnitten. Anschließend lässt man sie in einem minutenlangen Todeskampf ausbluten. Dabei werden häufig islamische Gebete gesprochen. Die von dem äußerst brutalen Ritual betroffenen Tiere sind in erster Linie Schafe, Ziegen, Rinder, Kamele und Wasserbüffel. Wenn wir die grausamen Bilder und Videos, die es vom Opferfest gibt, hier zeigen würden, dann würde YouTube dieses Video vermutlich löschen. Ein Gutachten der Bundestierärztekammer aus dem Jahr 2008, das weltweit 70 Untersuchungen auswertete, ergab, dass es selbst unter optimalen Bedingungen bei dem überwiegenden Teil betäubungslos geschächteter Tiere zu erheblichen Leiden und Schmerzen komme. Der qualvolle Todeskampf dauere minutenlang. Der damalige Präsident der Bundestierärztekammer, Dr. Ernst Breitling, urteilte wörtlich: »Es liegt ein klarer Fall von Tierquälerei vor.« Bereits 2008 schätzte die Kammer, dass in Deutschland jährlich allein 500.000 Schafe auf diese fürchterliche Weise ums Leben kommen. In vielen islamischen Ländern nehmen Moslems diese grausamen Tötungen auf offener Straße vor. Teilweise wie am Fließband mit Dutzenden von Tieren, die nach dem Durchschneiden ihrer Kehlen auf einen Haufen geworfen werden. Dort liegen dann die zuckenden Körper neben und übereinander im Todeskampf. Moslems, auch Kinder, schauen diesem fürchterlichen Treiben ohne jegliches Mitleid oder Bedauern zu. Da es schließlich Bestandteil der Religion ist. Und da ist weder Kritik noch Hinterfragen gestattet. Auch in Deutschland wird dieses betäubungslose Schächten Moslems in Form von Sondergenehmigungen aus religiösen Gründen gestattet.
Das grausame Schlachten ist nun mal religiös begründet und beginnt am Morgen des ersten Tages mit einem rituellen Festgebet, häufig in der Moschee, und einer Ansprache des Imams. Der Kopf des armen Tieres wird vor dem Schnitt durch die Kehle in Richtung Mekka gestreckt, dem heiligsten Ort des Islams. Die Teilnahme an diesen Tiertötungen ist für sunnitische Moslems übrigens Pflicht. Besonders fatal ist es in diesem Zusammenhang, dass sich muslimische Schüler in Deutschland am ersten Feiertag vom Unterricht befreien lassen können, um bei dieser schlimmen Prozedur ganztägig dabei sein zu können. Schlimm genug, dass sich gegen diese massenhafte, organisierte Tierquälerei kaum Protest rührt. Auch die meisten Tierschutzorganisationen sind bei dem Thema äußerst zurückhaltend. Keine Partei außer der AfD spricht sich dagegen aus. Vor allem die linken Heuchler und Doppelmoralisten bei den Grünen, die sich ansonsten immer so engagiert für das Wohl von Tieren aussprechen, halten hier feige ihren Mund. Und dann gibt es auch noch Politiker, die Moslems zu dieser Tierquälerei alles Gute wünschen. In erster Linie von der SPD, der Partei, die sich wie keine andere kritiklos an den Islam anbiedert, und kluge Menschen wie einen Thilo Sarrazin, der die Wahrheit über diese in weiten Teilen gefährliche Ideologie ausspricht, aus der Partei wirft. So bedauert Bundesaußenminister Heiko Maas, dass das Opferfest in Zeiten von Corona anders gefeiert werde als sonst. Normalerweise würden viele Freunde und Verwandte zusammenkommen. Maas wünscht allen unseren muslimischen Freundinnen und Freunden in aller Welt ein gesegnetes Opferfest. Und ruft ihnen auch noch auf Arabisch Eid al-Adha, Eid Mubarak zu. Fröhliche Tierquälerei also. Noch erbärmlicher wird es bei dem SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lind, der ein Video auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, in dem er in einem geradezu schleimigen und unterwürfigen Ton ein glückliches, sicheres, gesegnetes und gesundes Opferfest wünscht. Abraham würde alle Weltreligionen einigen und das Opferfest bedeute Mitgefühl. Nun, ganz sicher bedeutet es kein Mitgefühl mit den leidenden, geschächteten Tieren. Wenn schon, dann allerhöchstens Mitgefühl mit den Armen und Bedürftigen, denen ein Drittel des geschächteten Fleisches zukommen soll. Ein Drittel behält die schlachtende Familie, ein weiteres Drittel geht an die muslimischen Verwandten. Und dann freut sich SPD-Lind auch noch, dass zu Beginn des Opferfestes Thilo Sarrazin endlich aus seiner Partei geflogen sei. Der ehemalige Finanzsenator in Berlin und Bundesbank-Finanzvorstand, seit einem knappen Jahrhundert SPD-Mitglied, wird damit sozusagen zu einem Schlachtopfer für Allah. In seinem Tweet, in dem Lind verkündet, dass es einen Gott gebe, ohne uns zu verraten, welcher, berichtet er auch, dass er 2010 bei einer Lagekonferenz der nordrhein-westfälischen Jusos 25 Minuten lang das Buch Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin zerrissen habe. Islamhass habe in der SPD nichts zu suchen. Dafür aber ganz offensichtlich Hass auf Islamkritiker. Helge Lind zeigt hier einen geradezu infantilen Zorn auf jemand, der faktisch bewiesene Tatsachen über den Islam ausspricht, die aber eben nicht in das links gestörte Weltbild passen. SPD-Lind steht symptomatisch für die pathologische Realitätsverweigerung und ideologische Borniertheit, die weite Teile der ehemaligen Volkspartei heutzutage kennzeichnet. Aber auch bei der CDU biedert man sich bei diesem eigentlich klar zu verurteilenden Anlass an. Deren Generalsekretär Paul Ziemiak wünscht auf Englisch allen Moslems weltweit, die diese Tierquälerei feiern, ein glückliches, sicheres und friedliches Opferfest. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Tiere, die diese Barbarei weder glücklich noch sicher oder gar friedlich empfinden können. Die Bürgerbewegung Pax Europa hat zum Thema Halal-Schlachtung das Flugblatt Staatlich legitimierte Tierquälerei herausgegeben. Darin ist beschrieben, wie grausam das betäubungslose Schächten für Tiere ist. So dauert beispielsweise der Todeskampf eines Rindes bis zu 15 Minuten. Die Tiere ersticken dabei in für sie größten Angst- und Stresssituationen an ihrem eigenen Blut und Erbrochenem.
Die BPE fordert die sofortige Abschaffung der Ausnahmeregelung, die die archaische Praxis des betäubungslosen Schächtens von Tieren in Deutschland gestattet. Und das generelle, ausnahmslose Verbot des Schlachtens von Nutztieren ohne Betäubung. Zudem das Einfuhrverbot von Fleischprodukten, die von betäubungslos geschächteten Tieren stammen. Dasselbe gilt für die Ausfuhr von Lebendtieren in Länder, in denen die Tiere anschließend nach islamischer Praxis betäubungslos geschächtet werden. Die Religionsausübung darf, so wie es unsere demokratische Rechtsordnung vorsieht, nicht gegen andere Gesetze verstoßen. Dies ist hier mit dem Verbot des betäubungslosen Schächtens laut Tierschutzgesetz § 4a gegeben. Leider gibt es dagegen ein Skandalurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2002, das die Ausnahmegenehmigungen aus religiösen Gründen gestattet. Dieses Urteil hat Dämme brechen lassen. Die Legitimation des betäubungslosen Schächtens stellt eine Unterwerfung des deutschen Staates unter den Machtanspruch des politischen Islams dar. Allen Dönerliebhabern hierzulande sei gesagt, dass ein Großteil dieses Fleisches von betäubungslos geschlachteten Tieren stammt. Da es sowohl Moslems als auch Nicht-Moslems verzehren, wird die vermeintliche Ausnahmeregelung, die eigentlich ausschließlich für Moslems gilt, für den gesamten Verbrauchermarkt angewendet und damit ad absurdum geführt. Wer Tierschutz ernst nimmt, sollte auf halal geschlachtetes Fleisch verzichten. Denn wo Halal draufsteht, ist Tierquälerei drin.